Um das beste Ergebnis mit einem Wasserionisierer zu erhalten, muss ich ihn kalibrieren. Hierzu benötige ich das Fläschchen mit den roten pH-Messtropfen. Das ist ein chemischer Farbstoff, der pH-sensibel reagiert und sich bei einem bestimmten pH-Wert farblich verändert. Als erstes öffne ich das Ventil der Wasserzufuhr zum Gerät. Kann so oder ähnlich aussehen. Dann stelle ich mein Gerät, das gilt übrigens für alle Ionisierer, auf die höchste alkaline Stufe und starte ihn. Ich warte einen Augenblick, um Stagnationswasser ablaufen zu lassen. Hier in diesem roten Fläschchen sind die pH-Messtropfen. Falls du keine hast, findest du den Link dazu in der Beschreibung. Ich fülle eine Probe in ein Glas. Gebe einige Tropfen in meine Probe. Noch ein paar mehr. Ich schwenke das Glas ein bisschen und sehe, die Probe färbt sich dunkellila. Das ist schon zu dunkel. Deshalb erhöhe ich den Wasserdurchfluss an meinem Mengenregulierventil. Probe wegschütten und das Glas ausspülen. Jetzt verkürze ich das hier und zeige anhand von allen 4 alkalinen Stufen das Messergebnis, zu dem ich nach dieser Veränderung des Durchflusses gekommen bin. Die Zahlen entsprechen hier der Einstellung am Ionisierer. Für mehr Tipps und Tricks abonniere diesen Kanal. Schreib Fragen bitte in die Kommentare, dann kann ich ein Video zur Beantwortung machen. Du siehst den Farbunterschied der Proben. Wenn es wie bei 4 aussieht, ist dein Gerät perfekt eingestellt. Wenn nicht, verstelle den Durchfluss auf höchster Stufe nach diesem Schema. Dunkellila gleich zu wenig Durchfluss, gleich Ventil aufdrehen. Blau oder grün gleich zu viel Durchfluss, gleich Ventil zudrehen. Jetzt macht dein Ionisierer das, was er soll. Nach einem Filterwechsel oder nachdem du das Durchflussregulierventil in seiner Einstellung verändert hast, machst du diesen Vorgang einfach noch einmal, um dein Gerät wieder zu kalibrieren. Denk daran, deinen Ionisierer alle paar Monate zu entkalken. Schau dir dazu das rechte Video an. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Ciao.